So, hier, ich weiß nicht, kann man es erkennen? Hier ist mein Mix drinner. Hier habe ich die Black Aurora Lam. So ist die japanische Bezeichnung dafür, weil die sind nicht richtig schwarz. Die sind schon sehr hell am Bauch, würde ich sagen, wenn sie ausgewachsen sind. Aber die heißen tatsächlich, also deswegen heißen sie auch Aurora, weil sie eben sehr hell am Bauch sind, wenn man von der Seite guckt. Man sollte ja auch nicht vergessen, Medakas sind immer oben Fische, von der Seite Fische, sondern Medakas werden ja dafür gezüchtet, dass sie von oben betrachtet werden. Das ist ja der Sinn von Medakas. Deswegen sitze ich hier auch manchmal eine halbe Stunde und gucke mir die Kleinen an. Wie ihr seht, ist ziemlicher Farbenmix hier drin. Das hat auch seinen Grund, die wird nämlich größtenteils alle behalten. Da werde ich jetzt den Mr. und Mrs. Wal machen im April, wenn sie groß genug sind. Weil man muss ja immer, im Prinzip muss ein halbes Jahr warten, ehe du die Farbe, richtige Farbe siehst. Weil die Medakas und richtig ausgewachsen sind, die eben so mit 6, 7, 8 Monaten. Die können noch ein bisschen größer denn werden, aber die Farben sind schon denn ziemlich gut zu sehen. Wie ihr seht, sind ja auch die unterschiedlich hier. Ich habe ja die anderen noch, die mit der bräunlichen Färbung. So, also das sind meine Jungen. Das ist hier, ich würde sagen, so ein 80-Liter-Becken. Das habe ich hier wie im Garten praktisch auf dem Boden stehen. Da ist bloß eine Neonleuchte drüber, weil das kann man, geht auch nicht anders. Ich kann hier nicht 1000 Becken in der Wohnung haben. Aber ich sitze zum Beispiel hier gerne abends und gucke mir die verschiedenen. Dann hast du ja auch welche mit Lahmen, dann hast du welche. Das ist ja immer das Schöne bei Medakas, wie es ja nicht richtig was rauskommt. Weil das gibt zwar farbechte, also wie die Yanguifai, die sind eben relativ farbecht, aber die meisten, die Akari zum Beispiel, sind praktisch Tricolors, aber die haben tausend verschiedene Varianten, wenn die geboren werden. Und dann sind eben da bestimmte, werden nur rausgesucht. Und das ist eben das Schöne bei dem Medakas, dass du eben richtig viele Farben hast. Und da wird natürlich auch dann versucht, F1, F2, also dass die dann von Generation zu Generation schöner werden. Und wir haben ja den Vorteil hier in Deutschland, wir sind ja noch am Anfang. Wir haben ja noch ja nicht so viele Fische. Und die können die alle nachzüchten. Das gibt ja jetzt ungefähr also 500, 700 bis 1000 feste Medakas und sonst wie viele nebenbei Medakas. Weil jeder hat ja seine eigenen Medakas. Und das ist oft das Schöne, man kann wirklich hier, wenn man Interesse hat, kann man sich selber seinen eigenen Fisch züchten. Das finde ich so schön. Und ich bin ja so ein Glitzer-Fan, muss ich ganz ehrlich sein. Also diese Lamie. Lamie wird das ja ausgesprochen. Ich sage mal Lam. Ist auch wurscht. Also, wen es interessiert, Lamie. Und eigentlich heißt es in Japanisch Glitter. Mehr über, also ist ja Glitter, wenn man das übersetzt. Grob übersetzt ist das Glitter. So. Und ich mag das ja, wenn die so glitzern. Und ich habe ja jetzt die Deck Lam geholt gehabt. Und da scheint ein Rainbow mit bei zu sein. Der ist natürlich super interessant. Die sind natürlich wieder nicht so ganz schwarz. Also bei uns richtig schwarze, weiß ich nicht, ob man richtig die schwarzen, echten schwarzen, wie Satan oder die heißen ja Satan, Teufel, da kommt immer eine andere Übersetzung. Wenn man die Videos guckt, die sind ja richtig schwarz. Die sind ja komplett schwarz und haben meistens so eine roten Spitzen, orangen Spitzen. Und so was, weiß ich nicht, ob ich das hier. Es gibt einen Shop-Anbieter, der die hat. Aber ob das wirklich stimmt, was er da anbietet, weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, denn wartet mal kurz, ich zeige euch mal was. So, hier seht ihr meine neue Zuchtgruppe. Ich hoffe, ihr könnt die richtig sehen. Das sind die Albinos. Und zwei Akari, helle Akari. Und der eine hat so einen orangen Kopf. Ich bin gespannt. Da seht ihr, linke Hand.
weiß nicht, ob man das genau erkennen kann. Linke Hand, der hat einen orangenen Kopf. So. Und auch hinten haben wir einen Darm, hellen, also sind alles Auroras. Aber jetzt und Albinos, aber keine richtigen Albinos, weil die ja blaue Augen haben. Die haben extra Begriff, das sind die weißen Medaka. Und oh, die Namen, ich habe es mir nicht gemerkt, tut mir leid. Ist jetzt ein bisschen spontan, das Video, deswegen halt die Namen nicht. Ich schreibe den mal glücklich drunter, wie der heißt, was auch immer. Halt jetzt schon wieder vergessen. Ja, leider kann ich mir Namen so was nicht, überhaupt nicht merken. Und wenn es lateinisch wird, dann erst recht nicht, tut mir leid. Aber die sind richtig schön. Das sind richtig schön helle Fische hier. Schöne Auroras, also Albino, ich würde sagen fast Albino. Und der eine hat noch das Lahm. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Das ist meine Zuggruppe hier. Mal gucken. Da bin ich wirklich gespannt, was da hübsch draus kommt. Da werden wir weitersehen. Da sehen wir uns später wieder. Also mir persönlich gefallen die sehr gut. So, hier ist mein anderes Aquarium und wie ihr seht, ich habe diese Schnecken. Ich hatte mir diese spezielle Art von Schnecken geholt, aber die vermehren sich genauso schnell wie die anderen hier. Ihr seht eine größere. Das ist die Mama da. Praktisch. Moment. Das ist die Mama. Gucken, ob ich es besser hinkriege. Ist immer ein bisschen schwer mit der Kamera hier. Und ihr seht, es ist alles voll mit Schnecken. Das ist eben das Problem bei Naturaquarium. Auch hier kommen dann die beiden Strahlhelmschnecken rein. Also jetzt bis jetzt eine. Hier meine Schwertfische, die kommen wieder raus. Ich hatte ein Aquarium, ich hänge direkt mit Fischen, mit den Schwertfischen. Aber die sind nichts für mich. Die sind einfach zu groß und außerdem klauen sie andauernd den Laich, die kleinen Räuber. Also kommen sie weg. Und ich habe ja selber hier noch Fische. Ich habe hier diese riesen Pflanze reingesetzt, dessen Namen ich auch jetzt schon wieder vergessen habe. Und muss sagen, ich bin begeistert. Also die Fische lieben das, die Garnelen lieben das, die Schnecken lieben das, alle lieben diese Pflanze. Obwohl sie eigentlich viel zu groß ist für das Becken. Aber die lieben das. Ich habe ja sowieso wenig Pflanzen, weil ich ja mehr Naturpflanzen hier habe, also aus dem Garten. Selbst die Mini-Seerose ist ja aus dem Garten. Hier hört eigentlich im Garten. Und das war eben, die habe ich hier geschenkt gekriegt. Ich muss mich mal um Pflanzen bemühen. Aber ich bin meistens so mit dem Fischen beschäftigt, dass ich überhaupt keine Zeit habe, mich darum zu kümmern. Ich weiß gar nicht, was ich hier immer falsch mache. Mit dem Handy, das wird nicht so funktionieren. Also ihr seht hier diesen wunderschönen. Das ist der, den ich gesagt habe, wo ich den Namen nehmen lasse. Und der hat so eine fantastische Farbe. Schaut euch das mal an. Ja, der hat diese orangene, bronzene Farben. Und dann noch Glitter drauf, also Lamé. Hinten. Ich finde, der ist so schön. Den werde ich weiter züchten. Und da haben wir noch einen Helm. Die kommen hier öfter mal bei den. Ich habe den Namen schon wieder. Der nach dem Namen vergessen. Schreibe ich immer drunter, wenn ich sie finde. So. Das sind die normalen. Praktisch in Anführungsstrichen. Die haben Glitter. Sind aber Silber. Also die Black Aurora Lahm. Black Aurora Lahm. Und die sehen wirklich von oben, sehen die richtig schwarz aus. Also mal gucken, ob jetzt einer kommt. So. Moment. Da seht ihr. Also diese, das sind die Black Aurora Lahm. Diese erkennt man auch. Die sind von oben, sind die richtig schwarz. Das ist jetzt ein Miyuki. Das ist auch kein richtiger durchschnittlicher Miyuki. Die werden in Japan kaum noch, diese Miyuki Aurora.
heißen die in Japan auch. Also alles, was durchsichtig im Körper hat, zählt zu den Auroras. Und jetzt ist er weg. Ach, da oben. Ja, das sieht man leider nicht. Schade. Also ärgert mich wirklich mit der Kamera. Ich würde viel öfter Videos machen. Aber man sieht halt nicht mit dieser Kamera. Ich habe hier richtig schöne Fische. Die werden jetzt auch zu viele. Die werden hier, wie ihr seht, das ist eine ganze Menge. Ich gehe mal zurück. So. Dann wünsche ich euch erstmal was.